schön. Wir sind jetzt in Bottropshut. In Hombys Homebase. Ich zeige dir gleich was ganz Cooles. Was Cooles zeige ich? Ich bin ja schon seit über, ach, weiß nicht, wie viele Jahre ich hierher laufe. Mhm. Und ich glaube, vor, weiß nicht, 5 oder 6 Jahren habe ich das erst entdeckt. Was denn? Es gibt ein eingearbeitetes Männchen in dem Boden hier. Krass. Mhm. Komm mal gleich, ja. Oh. Ja, mit Highlights gespickt. Die Tour ist auf Hombys Mist gewachsen. Also, apropos Let's Fets, angestrebt sind 29,2 Kilometer, aber wir machen die 30 voll. Und wenn wir dann noch Bock haben, laufen wir die Runde nochmal. Ihr seht ihn irgendwann demnächst nicht nur bei YouTube, sondern auch beim Mammutmarsch. Ne? Da ist das Männchen oben mit Bandschatten, den nehmen wir mal weg. Der sagt Hallo. Bei bestem Wetter, bei schönster Aussicht. Wo sind wir denn hier, Herr Hombi? Bottrop Stadtgarten. Oh. Ach, das war eine Tür. Ich dachte, jetzt, was macht die Gans für Geräusche? Das ist das Berlin-Hospital Bottrop. Das wollen wir noch nicht. Also Hospital brauchen wir nicht. Hoffentlich. Man weiß es nicht. Gaststätte Oberbeckshof. Oh, da gibt es ein Abschlussbier. Nee, hier kommt man nie wieder vorbei. Ach, schade. Nie wieder? Ja, vielleicht nächstes Mal, wenn es hier schön ist. Wir finden irgendwo was. Also so ein erfrischendes Getränk ist heute ja wohl wieder drin, ne? In Grafenmühle. Siehst du? Ja, da machen wir so eine Mittagspause. Apropos, ich muss noch frühstücken. Merkt ihr was, Leute? Ich habe es im letzten Video schon gesagt. Immer wenn ich mit Hombi unterwegs bin, endet es im... Das ist hier ein fast gepflasterter Weg. Ach so. Jetzt halt mal den Rand. Dschungel. Den Rand kann ich nicht halten, hier ist keiner. Oh, hier, Kräuterwanderung, Leute. Brennnesseln. Ist das von den Brennnesseln? Kann man essen. Ich esse gerade eine Brennnessel. Healthy. Guck mal, selbst die Komoot-Dame sagt, hör auf damit, du musst umkehren. Und ich muss doch nicht mal einen Zehner im Schlüpper stecken. Die Rechnung kommt erst später. Ist das nicht geil? Wie komme ich denn jetzt hier raus? Hier fängst du also deinen Fisch und den kannst du dann direkt hier zubereiten lassen. Wie mache ich das denn? Punkte löschen, ne? Punkte löschen? Ja, du musst dann den letzten Punkt anklicken. Hombi versucht gerade selber, sich als Komoot aufzeichnen. Hallo. Für euch. Kann ich nicht löschen. Ach, laden. Aber schön hier. Ich möchte jetzt schwimmen gehen, aber dafür ist es nicht. Bierwagen. Bierwagen? Da ist ein Bierwagen. Ja, willst du ein Bier? Kam, da ist ein Bierwagen. Willst du ein Bier? Da ist ein Bierwagen. Ja, willst du ein Bier? Will ich jetzt ein Bier trinken? Ja, dann gehst du noch fröhlicher weiter. Mir ist doch egal, ich trinke eine Cola Light. Ja, sieh ja. 20 noch to go. Was? Ja, 19,5. Wir haben doch gesagt, nur bis zum Bierwagen. Am Arsch. So, Leute, bei... Ah, hier, Woodpeckers, genau. Hier tobt der Bär, Leute. Schön. Ich sehe es. Biker-Treff hier. Aber ich weiß, ich habe hier auch schon mal gesessen und was gegessen. Ich weiß nur nicht mehr wann und mit wem. Meine Güte. Geil. Hat was, komm.
Kilometer 12. Der Hiesfelder Wald mit Völkerwanderung. Nee, Hiesfelder Weg. Hiesfelder Weg. Ich weiß nicht, ob der Hiesfelder Wald ist. Ach so, stand da nicht gerade Hiesfelder Wald? Nee, das ist der Hiesfelder Weg. Oh, und wo filme ich hin? Ja, ich bin hier von dem Grün so abgelenkt. Auf jeden Fall ist hier mächtig was los. Jetzt haben wir mal ein Stück, wo keine Leute sind. Hiesfelder Wald betreten war. Bäm! Entschuldigung. Alles gut. Ich lese immer nur so halb, weil dann sehe ich Schmetterling, Baum, Miezekatze. So, die nächste Bank ist unsere. Wir haben Hunger. Ja! Spanferkel, Pommes, Mayo, ich habe alles bei. Ha! Grill? Oh. Scheiße. Let's fetz. Da esse ich doch die Melone. So, wir nähern uns dem Rotbach. Ah, da geht's wieder ab in the forest. Ich freue mich. Ich habe das Hombi verloren. Ach, du musst pullern. Oh, Entschuldigung, warte, dann warte ich noch. Aber ich muss auch gleich mal. In den Momenten wäre ich gerne ein Mann. Buchse auf, lass hängen, raus damit. So, und wir haben meistens Distel oder Brennnessel in der Puperze hängen. Mal so, zur Info. An alle Männer, die jetzt zu schätzen wissen sollten, was es bedeutet, wenn man als Mann pinkeln muss. Infos, die die Welt nicht braucht. Heißt der auch Rotbach, weil der so rot schimmert, oder ist das jetzt Zufall? Weiß nicht. Mein hinten steht der Erklärung, gibt ja noch einen Weißbach. Weil das ist ja so durch den Boden, ich weiß nicht, ob die Kamera das so wieder gibt, sieht das echt aus wie rostbraunes Wasser. Wenn du auf die hellen Stellen guckst. Und da schon wieder, oh Leute, was mit den Bäumen. Oh. Selbst bei mir zu Hause überall die Bäume umgeknickt. Traurig. Und was ist da drin? Reifen. Nein, Kam, du regst dich jetzt nicht auf, warum ein Reifen hier reinkommt. Wir haben unsere Pausenbank gefunden. Boah, ist das auch wieder ein Jammer. Der ist richtig gespalten, der Baum. Der Boden, der ist hier richtig fantastisch zum Laufen. Das federt. Guck mal. Sieht man das? Oh Leute, seht ihr das? Ich habe wieder meine Schuhe für 12,99 gekauft und auch die werden den 100er wieder mitmachen. Sie sehen schön aus, ne? Noch? Aber ich muss sie einlaufen. Ich merke es aber jetzt schon. Mein kleiner Zeh stirbt gleich ab, aber da muss man erstmal durch. Die quietschen auch immer so schön, wenn sie neu sind. So, egal, wir haben Hunger. Was wollen wir? Schinken? Sieben? Ist vegetarischer Schinken. Schinkenwurst nicht vegetarisch. Das ist Baum echt gesplittet. Als ob ein Blitz, ne? Eingeschlagen hätte, oder? Kann auch sein. Oder war das ein Specht? Das ist auch nicht lange, ne? Und das war ein Specht. Meinst du? Von oben. Ja, mit Anlauf, wie so ein Wildschwein, einmal durch. Du gehst am liebsten Knöchel weg. Carmen. Ja? Carmen. Si, senor. Carmen. Si, si, si. Oh, Carmen. Hast du es gehört? Komm zurück. Warte, ich bin gleich drüben. Guck mal, das ist extra hier schon so gebaut, damit man hier... Nimm das! Hombi! Nee. Also, wenn wir so weitermachen, kommen wir heute noch auf 33 Kilometer. Aber schönes Wäldchen hier. Hombi! Wo bist du? Da! Ich sag, 33 Kilometer schaffen wir noch heute. Ja, mir sind die 30 zu wenig. Ja. Geil. Du wolltest sehen, wie ich mich auf die Fresse lege, ne? Und auch nicht weiterkommen. Ich doch, weiß. Doch, nein. Hör mal, du hast immer so gehässig. Du hast den Lilifee-Tee getrunken. Ich dachte, du fliegst da mit einem Satz drüber. Ja.
Ich bin eigentlich auch so fett zum Fliegen wie so eine Hummel, aber ich weiß das. Du doof. Da muss man jetzt mal sagen, es gibt Leute, die sind ganz Fliegengewichte, die laufen nicht so eine Strecken wie du. Also bitte. Ha. Nimm das. Da haben wir es. Mit eisenhaltigem Untergrund. Raseneisenerze. Lalalala. Schön. Deswegen die Farbe. Wir waren gar nicht so blöd. Nee. Oh, guck mal, Schneckchen. Hat man auch Siesta. Ich guck da vorne nochmal. Ja, guck da vorne nochmal. Schwarz ist das Moorrot, das Eisen und golden der Sandwurf. Schön. Siehst du. Wie Arsch auf einmal, Leute. Beobachtungshütte Weihnachtssee, da müssten wir eigentlich. Die müssen wir mitnehmen. Ich singe nämlich gerade seit mindestens 2 Kilometern Weihnachtslieder, weil ich eine Tanne gesehen habe. Er verzweifelt schon. Und dann gucken wir auf das Schild, beziehungsweise, Homie, ich hätte das jetzt gar nicht gesehen. Jetzt müssen wir zum Weihnachtssee. Aber das sind Menschen. Oh, Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. Da sind wir immer noch zwischendurch. Und wo sind die Geschenke? Ich weiß nicht. Das ist doch der Weihnachtssee. Schöner Ausblick, das ist das Geschenk. Kilometer 18,7 und wir sind am Senkungssee Elsbach-Pfingstsee. Die ganzen Feiertage gehen wir jetzt durch. Wir waren gerade am Weihnachtssee und jetzt sind wir am Pfingstsee. Das sieht ja auch irre aus. Und dann folgt gleich Ostern oder was? Invasion. Oh, mich hat gerade eine Bremse attackiert. Ausgebremst. Ausgebremst. Zweimal hat die mir in den Arsch gebissen. Nicht wahr? In die Kniekehle und vorne in die Schienbeine. Boah. Es ist Zeit für ein Mittagessen und nicht Mittagsschlaf. Hombi, was ist da los? Hier kann man ja die Puppen tanzen lassen. Hier ist richtig Platz. Mega, hier zum Übernachten auch. Die Hängematte, perfekter Abstand. Das ist mal richtig guter Abstand. Aber mäht da einer den Rasen? Was macht so ein Geräusch im Wald? Übrigens Kilometer 19,39. Kurz vor der 20. Ja, und jetzt fertig. Ja, wir machen ja jetzt auch Pause und danach bist du fresh voller Power. Da werde ich gar keine Lust mehr haben, darum stelle ich mir Taxi. Freunde, Kilometer 24. Wir sind jetzt fast einen Kilometer an dieser Hauptstraße, wo auch dieses Biker-Treffen ist, entlang gelaufen. Da wirst du taub. Man hört es immer noch im Hintergrund, aber wir sind froh, jetzt wieder im Grünen zu sein. Und Hombi, neuer Streckenrekord, Kilometer 24. Die Maschine ist wieder am Start. Ja. Ja. Und da wir so viele Schlenker gemacht haben, schaffen wir die 30 locker. Locker, müssen drüber wir. Sind wir. Ja. Es gibt dann Schuhe wechseln, Schlüpper wechseln und dann nochmal. Ich nehme dich beim Wort. Ja? 60 Kilometer. Ja. Dann kannst du aber den Little Mammut locker mitmachen. Oh, dieses. Aber das ist ja auch lustig. Guckst du, kommst du aus der Savanne und dann so eine kleine niedliche Brücke. Kilometer 25. Oh, ich dachte, es hier wäre ein schöner Fluss. Ist doch ein Betonfluss. Ja. Okay. Alles gut, lauf, ich hol dich ein. Prosper Haniel, die Zeche. Hier war ich auch schon mal. A mit Alex Wandern, B
ist hier der Start- und Zielbereich für den Bottropper Herbstwaldlauf. Wir sind jetzt bei Kilometer 27. Er beißt sich tapfer durch. Und wir sind schon wieder fernab von der Route, nur unsere Route liegt hinter dem Zaun. Jetzt gucken wir, wie wir darüber kommen. Cool. Boah, die Sonne brennt, Leute. Hoho. Und ich muss duschen. Kilometer, check, Maschine. Und nochmal. Aber komm, let's fetz. Also Respekt bitte an Hombi für diese Leistung. 30 Kilometer, Freunde. Geil, mega geil und eine schöne Tour. Ja, ich bin aber auch fertig jetzt. Ich bin durch. Ja, ist dir auch gegönnt. Genau, tschüss. Ja, Leute, ich sag's ja mal. Bis zum nächsten Video. Let's fetz, immer im Training bleiben, Freunde. Macht's gut. Ciao. Armes Hombi. Aber tapferes Hombi. Ja.